Liebe Frau, wann bekomme ich endlich eine neue Familie? Ich habe gute Neuigkeiten. Die dumme Familie möchte dich adoptieren. Hey, ich komme von der dummen Familie. Halt, ich bin von der schlauen Familie. Du kannst dich noch nicht von der dummen Familie adoptieren lassen. Ich war als erstes hier. Das ist mein Sohn. Nein, das ist jetzt mein Sohn. Nein, das ist mein Sohn. Halt, es bricht ja ein regelrechter Streit aus. Abok, die beiden Familien müssen wohl gegeneinander antreten. Du testest als erstes die doofe Familie. Okay. Na, dann komm mal mit, Otto. Mein Name ist Abok. Alles klar, Fritz. Wir gehen jetzt nach Hause. Peter, wir sind jetzt bei mir zu Hause. Das ist deine neue Mama, Frieda. Mensch, Günther, ich hab dir doch schon 20 Mal erzählt, dass ich Lieselotte heiße. Wer ist Günther? Ich dachte, ich bin Hans. Was ist mit denen los? Die sind so dumm, die können sich nicht mal Namen merken. Na ja, egal. Hallo, mein Name ist Abok. Herzlich willkommen in der dummen Familie. Wir sind zwar nicht so schlau, aber dafür nett. Ach, das macht mir überhaupt nichts aus. Johannes, möchtest du was zu trinken haben? Ich hol mal Klowasser. Nein, ich will nichts zu trinken haben. Oh Mann, ey, jetzt ist der Vater schon weg. So, so, wer bist du denn? Ein Eindringling. Ping, 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 ping. Aua, ah, wer bist du? Hör auf, ich hab dir nichts getan. Ich bin Steven und du bekommst jetzt eine reingehauen. Steven, hör auf. Das ist unser neuer Sohn Abok. Oh, ach so, Entschuldigung. Die sind echt ein bisschen durchgeknallt. Ja, Abok, guck mal hier. Ich hab Trinken dabei. Lecker. Willst du auch einen Schluck haben? Nee, danke für das Angebot. Ich hab überhaupt keinen Durst. Danke trotzdem. Ach, Abok, gib dir einen Ruck. Nur weil das Klowasser ist. Das trinkt meine Familie schon seit Jahren. Und sieh uns an, wir sind doch komplett normale Menschen geworden. Ihr seid normale Menschen. Aber ich hab trotzdem keinen Durst. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Ach was, Leon, das sind doch nur Hausaufgaben, die musst du nicht machen. Doch, wenn ich die Hausaufgaben nicht mache, bekomme ich eine schlechte Note und ich will doch später mal einen guten Job haben. Hausaufgaben sind unnötig. Ich schnamme sie und ich hau jetzt ab. Was? Er hat meine Hausaufgaben geklaut und ihr lacht auch noch. Naja, okay. Dann lasse ich die Hausaufgaben heute mal sein. Ich muss auch nicht jeden Tag Hausaufgaben machen. Das ist die richtige Einstellung und ich trinke jetzt noch einen Schluck Klowasser. Oh, Schatz, gib mir auch mal einen Schluck. Das riecht so köstlich. Lecker Schmecker. Okay, dann habe ich jetzt Freizeit. Und was machen wir jetzt? Ich habe auch langsam Hunger. Ich habe eine Idee. Wir können ins Restaurant essen gehen. Was, in ein Restaurant? Da war ich noch nie. Ich gehe ja ins Kinderheim und da geht man nie zum Restaurant. Na, dann wird das für dich heute ja mal eine ganz tolle Erfahrung. Oh Mann, ey, jetzt muss ich schon wieder den Müll wegbringen. Ich hab da gar keinen Bock drauf, ey. Manometer, ich leg den einfach hier hin. Und ich gehe wieder zurück zu meinem Arbeitsplatz. Soll doch jemand anderen den Müll weiter wegräumen. Jetzt sind wir in der Shopping Mall von Toka Boka. Hier oben soll es das beste Nudelrestaurant in der ganzen Stadt geben. Hier durfte ich noch nie was essen, aber heute ist endlich der Tag der Tage. Oh, Abok hat's aber eilig. Ich glaube, der hat uns falsch verstanden. Ja, Michel hat's anscheinend ganz schön eilig. Ah, da ist ein Scooter. Nee, da fahr ich mit. Oh, Stefan, das hast du gut gemacht. Unser Sohn heißt nicht Stefan, der ist Tobias. Wo bleibt denn meine Familie? Ich wollte gerade Essen bestellen. Jungchen, willst du jetzt noch bestellen oder willst du hier Wurzeln schlagen? Ich dachte, meine Familie will bestellen. Ich komme gleich wieder. Ich gehe mal eben kurz zu meiner Familie und hole sie. Hey, Leute, der Mann an der Kasse wartet schon auf uns. Frederik, warum wartet ein Mann auf uns? Hier ist doch unser Essen. Was? Ich sehe kein Essen. Hä, aber hast du keine Augen im Kopf? Der Müllsack hier, da ist leckeres Essen drin. Was? Ich soll jetzt Müll essen? Ja, das schmeckt lecker. Willst du noch einen Schluck Klowasser haben? Hier, lecker Müll essen. Yum, 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 yum. Ey, Papa, gib mir auch was davon ab. Yum, 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 yum. Ey, Leute, jetzt bin ich auch mal dran. Ich will auch Müll essen.
Nam, 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 nam. Ey, Abok, willst du auch ein bisschen haben? Hier, lecker. Bah, na gut. Ich probier mal Müll zu essen. Nam, 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 nam. Naja, okay. Es geht. Es ist jetzt nicht komplett schlecht. Daran gewöhnst du dich noch. So, Lukas, wie fandst du deinen Tag bei der dummen Familie? Ich weiß ja nicht. Ihr seid auf jeden Fall mega nett. Ich teste jetzt nochmal die schlaue Familie aus und dann melde ich mich bei euch. Okay, Tobias, mach das. Die doofe Familie, die war echt lustig drauf. Aber irgendwie komme ich da noch nicht ganz drauf klar, dass die doof sind. Hey, Abok, ich warte schon seit 43 Minuten auf dich. Möchtest du jetzt mit mir kommen? Oh ja, du bist ja von der schlauen Familie. Ich komme mit. Dann lass uns losgehen. Sind wir jetzt da? Ja, Abok, wir sind sofort da. Das hier ist nur unsere Pferdekuppel, denn wir sind nämlich Pferdezüchter. Die schlaue Familie betreibt Pferdezucht? Ja, um Pferde zu züchten, musst du ganz schön schlau sein. Und wir sind so gut, dass wir eine eigene Zuchtstation haben. Naja, begleite mich jetzt mal in das Haupthaus. Wir sind gleich da. Krass, ich mag Pferde. Wir sind sofort im Haupthaus von der Pferdeaufzuchtstation. Ich bin echt gespannt, wie das da aussieht. So, Abok, wir sind sofort da. Folgt mir mal in das Haupthaus. Hier hinten ist deine Mama. Der läuft einfach so an diesem Riesenpool vorbei, als wäre das nichts Besonderes. Oh, die schlaue Familie ist nicht nur schlau, sie hat anscheinend auch mega viel Geld verdient mit der Pferdeaufzucht. Hey, du musst meine Mama sein. Mein Name ist Abok. Hallo Abok, ich bin Lieselotte von und zu von von. Hallo Lieselotte von und zu von von. So, Lieselotte wird sich jetzt um dich kümmern. Ich muss so lange noch ein paar andere Sachen erledigen. Wir sehen uns später wieder. Aber es freut mich, dass du unsere Familie austesten möchtest. Was hast du denn so für Hobbys? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, was ich so für Hobbys habe. Was hast du denn für Hobbys? Also in unserer Familie werden ganz viele Instrumente gespielt. Deine kleine Schwester, die spielt auch Instrumente. Was? Ich habe eine kleine Schwester? Yay! Wie heißt sie denn? Sie heißt Lena von und zu von von. Sie ist gerade in der Musikschule. Sie lernt heute ihr 20. Instrument. Ihr 20. Instrument? Oh mein Gott, ey, ich kann höchstens Triangel. Ach, aber guck mal, hier hinten ist eine schöne Gitarre. Damit kannst du bestimmt auch noch was lernen. Ich gebe dir mal Gitarrenunterricht, du kriegst das bestimmt hin. Na, okay, dann versuche ich es mal. Ich schnapp mir mal die Gitarre und dann versuche ich so ein bisschen Gitarre zu spielen. Ich kann zwar keine Gitarre spielen, aber okay. Ach, aber das bringen wir dir jetzt schon bei. Wow, das hört sich richtig gut an. Du bist ein richtiges Naturtalent. Danke, das freut mich. So, ich bin jetzt auch wieder da. Hallo, Mama. Hallo, Lisa von und zu von von. Wie war der Unterricht? Der war super, Mama. Ist das mein neuer Bruder Abok? Ja, das ist dein neuer Bruder Abok. Und er hat gerade sogar Gitarrenspielen gelernt. Er ist ein echtes Naturtalent. Hallo, meine neue Schwester. Ach, ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Naturtalent bin. Ich habe vielleicht einfach nur Glück gehabt. Das war Zufall. Oh, Abok, da werde ich ja ganz neidisch. Ich kann nur 20 Instrumente. Und zwar Akkordeon, Saxophon, Blockflöte, Cello, Banjo, Bongo, Flöte, Horn, Klavier, Pauke, Ukulele, Xylophon und so weiter. Ach Mann, du musst doch nicht so angeben. Ich gebe gar nicht an. Ich will auch unbedingt Gitarre lernen. Vielleicht kann ich es dir ja irgendwann mal beibringen. Das wäre nett. Naja, ist jetzt Zeit für den täglichen Lesekreis. Papa müsste auch sofort wiederkommen. Schnappt euch mal ein Buch. Hier, du bekommst das Buch. Und Abok, du bekommst das Buch. Ich nehme dieses Buch. Und jetzt setzt euch mal hin. So, dann haben wir jetzt den Lesekreis gebildet. Papa müsste auch sofort kommen. So, Leute, ich bin wieder da. Oh Mann, ich musste zu lange arbeiten. Ich glaube, der Lesekreis hat schon begonnen. Aber ich schnapp mir noch schnell ein Buch. Und dann setze ich mich zu euch. So, habt ihr schon angefangen zu lesen? Nein, wir haben noch nicht angefangen zu lesen. Abok, ich würde vorschlagen, du fängst als erstes an vorzulesen. Oh, ich habe ein Gedichtebuch. Hier steht ein Gedicht. Und zwar... Kinder, Kinder, schaut nur her, wer fliegt denn da kreuz und quer? Ja, so schnell, man sieht ihn kaum, von einem hin zum anderen Baum. Setzt auf einem Ast sich nieder und dort singt er schöne Lieder. Fliegt vorbei an Hund und Katz, schaut nur hin, es ist der Spatz.
Wow, Aborg, das war ja ein klasse Gedicht. Genau. Naja, ich weiß ja nicht. Irgendwie finde ich es ein bisschen langweilig hier, wenn ich ehrlich bin. Und ich werde auch immer müder. Oh, jetzt werde ich gerade richtig müde. Wo bin ich denn? Hä? Wo bin ich? Hä? Aber du bist doch gestern bei der Bücherrunde eingeschlafen. Du bist einfach so eingeschlafen. Und dann haben wir dich ins Bett getragen. Oh Mann, bin ich ernsthaft bei der Leserunde eingeschlafen? Oh Mann, das ist mir echt ein bisschen peinlich. Ist nicht so schlimm. Mama wartet auf dich. Komm mit. Oh Mann, ey. Das wird jetzt peinlich vor der neuen Mama. Ja, aber das war wirklich nichts für mich, das mit den Gedichten und so weiter. Hey, sorry, dass ich gestern einfach so eingeschlafen bin. Aber ist doch kein Problem. Wir frühstücken jetzt was. Okay, ich komme auch sofort. Ich muss nur noch mal eben schnell auf Toilette. Ich gehe schnell auf Toilette. La 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 la. So, ich bin jetzt draußen und jetzt hau ich ganz schnell ab. Hier bin ich wieder im Kinderheim. Oh Mann, ey. Ich habe das bei der schlauen Familie echt nicht mehr ausgehalten. Hey, Aborg, was machst du denn schon hier? Oh Mann, ey. Ich habe das bei der schlauen Familie nicht ausgehalten. Die waren zwar echt nett, aber so eine Leserunde, nee, das ist mir echt zu langweilig. Die doofe Familie, die war viel lustiger drauf. Ich entscheide mich für die doofe Familie. Okay, Aborg, ich gebe ihm Bescheid. Jetzt habe ich noch eine Frage. Für welche Familie hättest du dich entschieden? Schreib es dir gerne in die Kommentare, lass gerne ein Like und ein Abo da. Schau dir das Video auf der rechten Seite an. Und wenn du Roblox-Content magst, dann schau auch mal auf meinem Hauptkanal vorbei. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.